Allzu lange ist es ja noch nicht her, als Tim Stawecki das letzte Mal die Schulbank gedrückt hat. Der 19-jährige Torhüter des FC Energie Cottbus ist nach seinem Kreuzbandriss zurzeit in der Reha. Die setzte er für die Schüler der Regine-Hildebrand-Grundschule mal kurz aus. Zusammen mit Stadionsprecher Benny Hanschke unterhielt er sich mit 6 Klässlern über Toleranz und Vielfalt im Sport. Gerade in Fußballmannschaften treffen oft Menschen aus vielen unterschiedlichen Nationen aufeinander. Probleme gäbe es dabei aber nicht. Bei uns im Verein ist es ja völlig normales Thema. Also jeder kann mit jedem, jeder ist zu jedem freundlich, jeder respektiert jeden. Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und ist natürlich eine Einheit und ein ganzes Mannschaftsgebilde. Der Besuch des FCE war Teil eines Projekttages an der Schule. Organisiert wurde der von der Brandenburgischen Sportjugend. Die Kinder sollten lernen, welche Rolle Sport auch in der Integrationsarbeit leisten kann. Ist auf jeden Fall sehr wichtig für uns auch und ich denke auch für alle Partner. Und wenn das halt heute gut läuft, besteht halt auch die Möglichkeit, so eine Projekte bestimmt öfter zu machen und dafür das Bewusstsein auch bei den Kindern schon zu schulen und da die Toleranz auch gegenüber von behinderten Menschen oder behinderten Sport dann halt zu stärken. Die waren heute nämlich auch Teil der Gespräche. Brandenburg hat eine recht erfolgreiche Landesauswahl von Fußballern mit geistiger Behinderung. Ein paar von ihnen haben die Kinder heute auch kennengelernt. Am besten geht das natürlich auf dem Platz. Zeit für Vorurteile und Berührungsängste blieb so nicht.